Hier nur ganz kurz gezeigt, wie Sie sehr praktisch mit eingehenden Nachrichten umgehen, wenn WhatsApp nicht geöffnet ist. Nun, zuerst werden Sie durch einen Benachrichtigungston auf die eingehende Nachricht aufmerksam gemacht. Sie könnten nun natürlich das Programm öffnen, um zu dieser Nachricht zu gelangen. Schneller geht's, wenn Sie die Benachrichtigungsleiste nach unten ziehen und danach einfach die neue Nachricht antippen. Dadurch öffnet sich WhatsApp und Sie landen direkt bei der neuen Nachricht. Sie können diese Nachricht, falls Sie dies wollen, natürlich auch gleich beantworten. Wie dies im Einzelnen genau geht, habe ich Ihnen schon in verschiedenen Tutorials hier in dieser Videoreihe gezeigt. Zur Auffrischung verfassen wir hier in diesem Beispiel eine Sprachnachricht mit dem Text: Damit bin ich einverstanden. Punkt. Bis nachher. Ausrufezeichen. Dann versenden Sie die Sprachnachricht auf die gewohnte Weise. Diese gesendete Sprachnachricht liegt danach als Original beim Empfänger und als Kopie in Ihrem Chatfenster vor.